weil die hohe Unsicherheit ist, drum finden Sie Euphorisches und total Skeptisches im Moment. Das Interessanteste für die Lehre ist die laterale Verknüpfung. Und das ist eine laterale Verknüpfung in einem Jahrgang, in einem Kurs, aber auch über die Jahrgänge hinweg, sodass man die Erfahrungen aus einer Lehrveranstaltung des Jahrgangs 2013 mit denen in 14, 15, 16 nutzen kann und damit diesen Peer-to-Peer-Lernansatz, also Studierende lernen von Studierenden, von den Erfahrungen, die ein vorangegangener Jahrgang gemacht hat, diese kann man sehr viel stärker nutzen. Das haben Sie bislang als Gerüchte oder im rein informell individuellen Bereich. Und das kann sehr viel besser unterstützt werden. Da liegt, glaube ich, die sehr viel stärkere Kraft in der Unterstützung dieser informellen Lehr-Lernprozesse, in Austauschformaten, in dieser Vertiefung und Anwendung, als nur in der Konservierung. Sie können das auch so sehen. Das erste Internet, die erste Internetwelle war eine wie Plakate oder Zeitungen. Man hat sich als Sender verstanden. Und heute ist das Internet ein sehr viel stärker interaktives Medium. Und diese Interaktivität müssen wir für die weitere Entwicklung an den Hochschulen in den Mittelpunkt stellen. Also nicht mehr von der Professorin, vom Professor aus denken, sondern von der Studentin, vom Studenten aus und von dem Lernprozess und wie man den ideal unterstützen kann. Im Bereich der Forschung bietet die Digitalisierung eine noch viel interessantere Chance, weil man über die Digitalisierung von Beständen, denken Sie mal für Historiker an Akten, denken Sie mal an einen Ägyptologen, der einzelne Fundstücke hat und diese zusammenbringen will, vergleichen will, können Sie Wissensspeicher und gemeinsame Entwicklungsprozesse starten, die bislang nur sehr viel aufwendiger möglich waren, weil natürlich ein Wissensspeicher, eine Bibliothek, denken Sie an die alte in Alexandria, denken Sie auch an moderne Staatsbibliotheken, jeweils lokal gebunden waren. Das können wir auflösen. Damit gibt sich die Chance für die kleinen Fächer, die nicht an jedem Ort vertreten sind, sondern wo es vielleicht noch drei Institute weltweit gibt. Für Aramäisch oder für seltene Sprachen, für Spezifika. Und dort wird der größte Fortschritt entstehen, weil die plötzlich ohne hohe Kosten miteinander verbunden sein können. Das heißt, gerade in den Geisteswissenschaften, in Nischenwissenschaften wird der Fortschritt am größten sein, weil sie dort keine große Gemeinschaft in einer Universität haben. Nehmen Sie eine große Jurafakultät, die haben schon 30 Kolleginnen und Kollegen, da ist ein Austausch da und die nächste Uni ist nicht weit weg. Aber in den seltenen Fächern, da ist das Potenzial am größten. Daneben wird das Potenzial sehr groß sein in naturwissenschaftlichen Entwicklungsprozessen, weil ich natürlich die Daten und die Interpretation von Daten sehr viel öffentlicher und besser zugänglich machen kann. Und Sie sehen es ja heute schon an einigen pharmazeutischen Unternehmen, die über das Web gemeinsame Entwicklungsprozesse starten. Und Wikipedia ist ein sichtbares Beispiel und es gibt viele unsichtbare Beispiele.